Rentnerin bei Wohnhausbrand verletzt. In Rostal im Landkreis Fürth ist am Montagvormittag ein Wohnhaus komplett ausgebrannt. Besonders tragisch, die 89-jährige Hausbewohnerin versuchte noch das Feuer selbst zu löschen und erlitt dabei Rauchgasvergiftung und Verbrennungen. Kreisbrandrat Dieter Marx. Die Erstalarmierung war, dass ein Wohnhaus, also vielmehr ist der Zimmerbrand, und dann, als die Feuerwehr relativ schnell da war, haben sie gesehen, dass sie, also das Haus schon voll brennt, haben sie sofort nachalarmiert und haben natürlich dann fast nichts mehr retten können, weil das Haus schon im Vollbrand gestanden war. Die haben letztendlich dann alles Mögliche gemacht, damit dass das Feuer ausbringen. Aber sehen Sie, also das Haus ist weg, das war alte Bausubstanz und es ist sehr schnell abgebrannt. Feuerwehren sind im Einsatz, die Feuerwehr Rostal, dann die Feuerwehr Busch-Warbach, Feuerwehr Groß-Weismannsdorf und die Feuerwehr Stein mit der Drehleiter, ca. 60 Einsatzkräfte. Zur Höhe des Schadens kann ich noch nichts sagen, weil wir auch nicht reingekonnt haben. Das ist innen die Treppe runtergebrannt und da kann man das jetzt noch nicht ermitteln, da kann ich auch noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass eine Frau, die drin gewohnt hat, rausgekommen ist, hat mittlere Verletzungen, ist momentan im Krankenhaus, aber keine schwersten Verletzungen.